er, der Einzige, der einzig wahre. Wie war das? Kalle Kuschinski. Okay, Kalle Kuschinski. Hallo, meine lieben Freunde. Ja, ich bin's. Kalle Kuschinski. Und heute sind wir bei Apollo mit den netten Herrschaften hier. Und wir gucken uns den Laden mal so ein bisschen genauer an. Und ich zeige dir mal, wie man beim Optiker arbeitet. Ne? Weil, ja, ich weiß ja, wie es geht. Tschüss. Ach so, bevor ich es vergesse. Wenn ihr eine Ausbildung machen wollt bei Apollo, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Gibt tolle Berufe. Optiker, was mit Ohren machen die auch mittlerweile. Schau mal rein. Ne? So, jetzt gehen wir los. So, ja, schön, dass ihr heute alle so zahlreich erschienen seid. Ne? Ich habe heute ein bisschen was mitgebracht, ich wollte ein bisschen was mit euch machen heute. Will ich aber vorher natürlich einmal kennenlernen. Wer von euch ist in dem ersten Lehrjahr noch? Keiner? Geil. Im zweiten? Drei Leute, sehr gut. Und im letzten? Geil. Dann schön, Abschlussfahrt nach Malotze, ne? Das wäre geil. Ich habe euch ein tolles Gestell mitgebracht heute, das wollen wir natürlich unter die Leute bringen. Vorab, aber was ist das Wichtigste? Worauf kommt es am meisten an? Hä? Dass wir gut sehen können und einmal hier, guck mal, ich habe hier eine Leckerli mitgebracht. Ja, aber bevor man jetzt eine Brille macht, damit man auch weiß, wie gut die Leute sehen können, was muss man da erstmal machen? Ja, hier vorne? Ein Sehtest. Ein Sehtest. Also schwingt euren Arsch und lasst uns rübergehen. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze an. Und du frisst nicht so viel, sonst wirst du fett. So, moin, ich bin der Kalle. Hallo. So. Hallo. Hallo. Kalle nochmal. Hola. Ja, hast du Probleme? Hast du auch einen Zylinder? Ein klein. Hast du einen kleinen, ja? Also Jessica, ist es bequem? Nein. Hast du das Gefühl, dass es jetzt besser ist? Nein. Ja, dann hast du echt verkackte Kackaugen. Kalle ist total toll, dass er hier ist, Kalle Kuschinski. Wow, ich bin richtig dabei. Aber es war definitiv die alte Schule, so ein paar Sachen. Ja, so haben wir das nicht gelernt. Ich weiß nicht, also ich komme jetzt hierher nach Braunschweig und denke mir nichts Böses. Die können ja gar nichts. So? So ist jetzt scheiße. Bist du sicher, dass du weißt, was du tust? Guck mal durch. Ich kann nicht. Was jetzt mit Kalle beim Sehtest, wie warst du denn? Also eigentlich gut, aber irgendwie war das so ein bisschen komisch, das Ganze. Er hat auf einmal den Stuhl verstellt. Hä? Warum das denn? Habe ich bis jetzt noch nicht so gehabt. Ich habe sogar extra was hier backen, ne? Und der eine frisst mir da die Haare vom Kopf. Ich dachte, die sind für alle die Cupcakes, die Mini-Dinger. Der frisst alle alleine. Alleine. Wie alt würdest du mich schätzen? Nicht gucken. 30, 32 so. Ein Versuch hast du noch, sonst musst du ein Gedicht vorsagen. Oh Gott, ich kann keins. Z? Gut, dann such dir mal ein Gedicht. Ich würde dir eigentlich eine 3 geben, aber du könntest dir noch eine 2 minus verdienen. Wie? Du gehst jetzt eine Minute vor die Tür. Was das hier alles bringen soll, weiß ich nicht. Und machen wir Mittag? Na? Na schon. Nutella-Toast. Das ist Nutella und Toast. Ohne Butter? Natürlich ohne Butter. Das gibt eine 4 minus. Kein Wunder, man sieht, dass du Butter ja, magst. Komm. Also es war schon ungewöhnlich und ich wäre lieber tot, als das nochmal zu machen. Diese dummen Kackkinder, dass sie nichts wissen, dass sie nicht wissen, wie ehrliche Optikerarbeit aussieht, das verstehe ich nicht. Und wie war es bei dir? Nicht so wirklich gut. Es sollte nicht wirklich jeder einen Sehtest machen zu können. Scheiße, ja, was ja, ist nicht. Auch unprofessionell. Yes. Ja. Und Pause ist ja gleich um, ne? Ja. Macht super heute mit, wirklich. Ja, super, geht super. Geht gleich weiter, ne? 5 Minuten. Was ist das? Eine Brille. Punkt. Was ist das noch? Eine verkrüppelte Brille. Punkt. Ja. Was ist jetzt? Eine Sonnenbrille. Mit Meldung bitte. Wer mich fett nennt, muss ich melden. Und? Wieder welche nehmen? Hau rein! Na, ja, bedient euch alle. So, wir machen jetzt folgendes, wir wählen jetzt einen Klassensprecher. Wer hat Bock? Das war klar. Alle außer Ronja. Naja, Namen habe ich noch nie gehört, glaube ich. Alexa. Mach das Licht aus. Und, Patrick? Ja, sorry, du bist die ganze Zeit unterwegs und verkaufst Brillen. Du kriegst ja eine 1 plus. Am Ende mit H? Ja, bitte. Aber ich habe ja wenigstens gefragt. Hanna kriegt eine 1 plus. Hanna ist die Einzige hier, die arbeitet. So, Ronja hat tatsächlich aber toll mitgemacht. Schmeckt's? Eine 3. Jut. Ronja, was würdest du dir selber geben? Eine 2. Gut, das wird dann hier eine schöne 2. Ist jemand farbenblind von euch? Deshalb die Haare. Machen wir eine 2. Deshalb die Haare. Deswegen auch 2 plus. Gut. Und zwar Tobias. Hat denn dir gemacht? Tobias stand draußen, hat gewunken. Hier nochmal einen Ausschnitt. Was das hier alles bringen soll, weiß ich nicht. Hi. Jan mit J, ne? Darf ich Janni machen? Nein, das will... Nein, doch, mach nee, ich will es jetzt nicht mehr. Ich möchte nicht mehr. Okay. Ich möchte nicht mehr, Jan. Dafür, dass du aber hier die ganze Scheiße wegfrisst von uns, kriegst du eine 1, ne? Du kümmerst dich ums Catering, das finde ich gut. So, Jessica, wir beide, wir haben Probleme miteinander. Du bist für mich irgendwie so ein bisschen hoffnungsloser Fall, aber du bist eine Nette. Sehr sympathisch. Mama.
Zu dir kommen wir gleich. 3 plus? Minus. Alexa, schreibt mal euren Lieblings-Alexa-Kommentar in die Kommentare. So. Alexa, was würdest du für eine Note nochmal geben? Eine 1 plus mit Sternchen. Gut, das gibt eine 4 plus. Mona, stell dich doch mal vor die Klasse. So, du erklärst jetzt mal, wenn man den Laden hier aufschließt, was muss man alles beachten? Man schließt den Laden auf, man macht die Kasse rein, man macht... Dann machen wir uns dann eine 4 minus. Dann machen wir dir eine schöne 3 plus jetzt. Oh. Das ist der Zwischenstand. Mal gucken, wo wir am Ende des Tages stehen und gucken mal, ob Jan wirklich bei der 1 bleibt. So, und wir machen jetzt einen Hörtest. Da gehen wir jetzt hin. Schön rumscheuchen die Leute hier. Jetzt sind wir hier beim Hörtest. Du wiederholst jetzt einfach, was ich sage gleich, okay? Ein Ei, eine Ebo. Ein Ei was? 4 Zigaretten. Und dann kommt Bier ins Spiel. Und jetzt mit ein bisschen mehr Dampf. Ole, ole, Eintrittsspanner, ole. Abonniert Kalle. Der ist so cool. Der ist so cool. Aber fett. Aber fett. Hey! Braunschweig. Braunschweig? Ist scheiße. Ist schön. Der hat was mit den Ohren. Jahre alle? In den Arsch. Echt jetzt? Ja. In den Arsch? Kennst du Justin Bieber? Sag mal. Nein. Baby, 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 oh. Nein. Das gibt eine 6. Raus! Natürlich ist es total toll, den jungen Leuten hier auch mal was zeigen zu können. Ich meine, ich merke ja auch, wie sie da auch was mitnehmen, ne, Alexa? Ne? Ja. Da wird direkt Alarm geschlagen, ne? Da gehen wir mal hin. Kalle, wo drückt der Schuh? Das hat keinen Tag gehalten. Dann nimmt sie sich mal ein bisschen Rad zu fahren von hinten. Bis gleich. Ja, bis gleich. So, machen wir das hier mal. Fehlt was, ne? Also, wir sehen ja schon das Objekt hier. Da fehlt ein Glas. Da machen wir jetzt einfach ein neues rein. Wo ist mein Stift? Alexa, hast du einen Stift für mich bitte? So, warte mal. Sicher, dass das einfach so? Ich mach das nicht zum ersten Mal. Du sollst nur die Kamera halten. So, denke ich. Und dann gehen wir direkt an die Schleifmaschine. Ja, auch nur, es ist ja wie so ein Ersatzreifen, ne? So ein neues Glas. Das muss ja nur so ungefähr passen. Ah, schau mal hier. Können Sie mich jetzt endlich mal beeilen? Ich muss hier weiter. Entschuldigung, olle Zippe. Hallo? Ja, das muss reichen, oder? Tüchlein, ne? Naja, und dadurch, dass das ja wie so ein Ersatzreifen jetzt... naja, und dann... passt doch. So, das ist doch geil geworden. Frau Müller, schöne neue Brille. Glas haben wir ausgetauscht. Machen Sie mal die Haare zur Seite. Toll. Was ist daran toll? Das ist Design. Das ist kein Design, das ist Müll. Warum stellt sich jetzt so an? Ja, ich habe übelst Mühe gegeben. Ja. Was soll die Scheiße jetzt? Dann machen Sie ja nicht so ein Larry. Ich rufe gleich die Polizei. Aber, nee. So, jetzt haben wir heute einiges gelernt, ne, vom Kalle. Wie hat's euch denn gefallen? Ich habe euch ja heute allen eine Note gegeben. Welche Note würdet ihr mir geben? 6! So, jetzt sind wir hier erstmal durch. Heute haben wir ein Späßchen erlaubt hier in Braunschweig in einer Azubi-Filiale von Apollo. Also hier wird der Laden tatsächlich von euch geschmissen. Mega geile Aktion. Ich habe hier heute ein bisschen rumgenervt. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm mit mir und ihr habt's ein bisschen genießen können, dass wir hier ein bisschen Spaß haben. Und wenn ihr euch jetzt interessiert für einen Beruf als Optikerin, Hörakustikerin oder im Einzelhandel, schaut gerne mal in den Video-Link-Beschreibungs-Dingsbums rein. Da ist ein Link. Und da könnt ihr gerne mal raufklicken. Und ich finde Apollo mega geil. Ich bin seit 3 Jahren hier am Start und mache hier Sachen. Ich durfte heute sogar meine Brille selber sauber machen. Also besser wird's nicht mehr, ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal.